Wir können auch mal kurz uns hier über. Wo ist das Active Sky Weather Request? Wir haben sogar Whiskey Alpha Delta Delta Closest Station. Na, zeigt er mir nicht an, wieso nicht? Nochmal. Da haben wir es. Genau, Wind mit 130, 5 Knoten, relativ leichter Wind, das ist wunderbar. 29 Grad Außentemperatur, sehr schön. Fliegen auch, ja, wie schon erwähnt, bei realem Wetter. Genau, jetzt hier gerade Ende April, wo ich es aufnehme. Also schön warmes Wetter da auf Bali. Liegt ja auch ziemlich nah am Äquator, wie gesagt, etwas südlich davon. So, hinter der Leistsäule soll es langsam auftauchen, hinter den Wolken dahinter in der Ferne. Wir gehen weiter runter, haben jetzt die 10.000, jetzt geht er auf 8 für den nächsten Punkt. Speed hat er jetzt 240, will er, wie gesagt, ihr seht, halten, will, werden aber dann trotzdem wahrscheinlich, so wenn wir langsam Kuta anfliegen, langsamer auf zu 20, zu 100. Ich meine, dann drehen wir langsam aufs Final ein, haben dann noch so 10, 15 Meilen to go, da kann man schon mal langsam den Flieger reduzieren, dass wir dann nicht zu stark reinbrettern und am Ende dann irgendwie Probleme beim Abbremsen haben. So, höhenmäßig macht er aber, wie es aussieht, gut mit. Jetzt hat er die 10, wartet anscheinend noch ein bisschen mit dem Descent. Nur kann er ja ruhig machen. Weil ich eigentlich fast sagen würde, er könnte eigentlich langsam durchdescenden. Dann hat er jetzt, wenn ich jetzt zu überlegen, wenn ich jetzt drauf mache, draufklicke, geht er runter. Die Frage ist jetzt nur, geht er jetzt auf 3000 runter? Oder bleibt er bei den 8? Das weiß ich nicht. Kann sein, dass er nämlich dann einen durchgehenden Descent macht, das weiß ich jetzt nämlich nicht, wenn ich jetzt da drauf klicke, wie das läuft. Also wie es scheint, wieder gucken wir mal, wie er das macht. Jetzt hat er bei Careo nämlich eine total andere Höhe reingetan als bei Kuta. Ich weiß nämlich auch nicht ganz genau, was dieses Reinklicken hier auf sich hat, aber ihr seht, beim Airbus weiß ich jetzt zum Beispiel, dass man damit so Open Climb, Open Descent mit so einem Reinziehen, Rausdrücken und so, also mit so einem Rausziehen machen kann und mit Reindrücken auch den Descent und sowas, normalen Climb und sowas beeinflussen kann. Müsste glaube ich so sein. Und hier, weiß ich jetzt gar nicht, auf jeden Fall haben wir damit den Descent gestartet, aber es passt, dass er jetzt Careo genau auf 8000 überfliegt. Wirklich genau. Seht ihr, macht den Turn. So, und jetzt müssen wir es irgendwo da hinten liegen haben, Bali. So, wenn ich auf jeden Fall hier draufklicken, kann ich den Speed kontrollieren, das weiß ich, dann ist er nicht mehr beim VNAV-Profile dabei, sondern ich kontrolliere den. Und machen wir mal hier den 220 jetzt, machen wir mal 220 Speed. So, jetzt kommt er mit 3000er Buff bei Kuta. Und irgendwo hinter den Wolken müsste dann der Flughafen liegen. So, ich hoffe mal, der macht die 3000 auch bei Kuta. Und ihr seht, wir haben jetzt hier diese zwei Anzeigen, die wir eigentlich auch so, das ist ja mehr hier für eigentlich einen Descent, wo wir sehen, dass wir eigentlich jetzt viel höher sind, als er sein will, wenn ich es jetzt richtig sage. Genau, also höher, als wir eigentlich sein, als er möchte, das sieht man auch nochmal hier. Jetzt hat man ja auch so eine Vertical Profile Anzeige, wenn man so mit dem VNAV Descent macht. Und hier haben wir die laterale Anzeige mit LNAV, wie viel wir auf der Route sind, oder was für Offset wir haben, wie viel links oder rechts wir sind. Und, wo wir normalerweise auch so Localizer und Glide-Slope-Anzeigen haben und das gleiche ist für LNAV-VNAV, was man ja auch schon, was wir eigentlich die ganze Zeit schon haben hier immer als Anzeige, wenn wir LNAV-VNAV fliegen, auf den Reiseflug und so. Nur das werden wir jetzt halt beim Anflug halt auch haben, diese LNAV-VNAV-Anzeige dann. So, machen wir mal ruhig jetzt eine normale Simulationsrate. Wir nähern uns ins Kuta, haben jetzt noch bis zum Flughafen 20 Meilen to go. Sprit passt alles wunderbar. So, da ist die Bahn schon inside, da ist der Flughafen, vorne links. Wunderbar, wir sind beim Flaps Up Speed. Und wenn wir eindrehen, können wir dann langsam reduzieren. Nach Kuta würde ich sagen, reduzieren wir langsam. Bei Delta Delta 401 geben wir in den verlängerten Anflug. Ihr seht ja hier durch die gestrichelte Linie verlängerten Anflug dargestellt. Und dann müsste das ungefähr bei 10 Meilen draußen liegen, Delta Delta 401. So, haben wir jetzt die 5000, da will er 3000er Buff sein. Wichtig würde ich wahrscheinlich eher sagen, ist, dass er bei Delta Delta 401 auf den 3000 ist, weil das bei 10 Meilen 3000 sowas ist eigentlich immer eine ganz gute Höhe, die man meistens haben sollte für einen normalen 3 Grad Gleitweg. So, Altimeters sind set for approach. Wir kommen mal zur nächsten Checklist, die Landing Checklist. Da können wir schon mal die Speed Brakes armen. Die brauchen wir hoffentlich jetzt erstmal nicht. Ups, das habe ich nicht richtig gedrückt. Ich hatte
Shift vergessen. So. Und Shift nicht richtig gedrückt, deswegen war es auch nicht arm. Ich habe mich schon gewundert, wieso das nicht als Haken gekommen ist. So, Kuta ist überflogen. Auch hier würden wir im Case of Mist Approach hingehen. Wie ihr seht, würden wir dann nämlich geradeaus fliegen, einen Right Turn fliegen bei 2000 Fuß und ins Holding über Kuta gehen. So, wir machen normale Simulationsrate, reduzieren jetzt den Speed mal auf. Drücken wir mal ruhig mal 180. So, da ist die Bahn, der Flughafen zu sehen. Also da links das hellgraue ist beziehungsweise der, das Apron sein vom Terminal und im Cargo-Bereich. Und da rechts das dunkelgrauere, das dunklere ist dann der, die Runway. So, Flaps gehen auf 1. Hat ruhig noch ein bisschen was zu sinken. Ich ziehe da nur die Nase ein bisschen hoch. Wir machen mal Speed 195. Damit er mal ein bisschen weiter runter geht, weil er jetzt halt wegen Speedabbau nicht so sinkt, gefühlt. Gut, er hat nämlich die Speed erreicht, dann geht er wieder weiter runter. Wir aktuell noch ein bisschen hoch reinkommen. Weil dann müssen wir doch mal kurz die Speedbrakes rausnehmen. Dass er nämlich den Descent kriegt und den Speed, weil er doch mal ein bisschen runter sollen, würde ich sagen. So, jetzt geht er nämlich ein bisschen stärker runter, dann durch die Speedbrakes. So, dann passt das gleich ganz gut. So, da ist die Bahn. So, wir drehen mal eine niedrige Höhe rein. Jetzt kann er weiter sinken. Durch die 3000 durch. So, jetzt seht ihr, geht hier auch dieser Pfeil wieder hoch, der uns ja vom Vertical Profile zeigt, dass wir auf der Höhe sind, wie er auch jetzt hier an der Flugstrecke auf der Höhe, wie er sein möchte. Eigentlich waren wir die ganze Zeit etwas zu hoch, genau. So, eigentlich könnte man jetzt auch gleich so gut wie schon übernehmen. Wir sind jetzt auf dem Wiener Path weiter runter. Reduzieren wir, machen wir ruhig jetzt langsam Final Speed. Wir haben jetzt noch Distance to go, sind etwas um die 10 Meilen, 7,5 Meilen. So, Flaps nächste Stufe, Reference war 142, ich drehe es jetzt mal gleich ein. 142 Final Speed, das hat durch reduziert. Und jetzt seht ihr, es ist auf dem VNAV Path, es ist sozusagen wie ein ILS, er ist genau auf dem Path. Localizer leichter Offset, aber minimal nur. Und genau auf dem Glide-Slope sozusagen für 3 Grad Glide auf die Bahn drauf zu. So, Flaps 20 Gear down. Und ja, dann würde ich sagen, I have control. Den Spaß lassen wir uns nicht nehmen und bringen die 777 doch jetzt von Hand darunter. So, genau, in dem Prinzip war das jetzt sozusagen wie ein ILS Approach. Nur, dass wir, soweit ich weiß, keine Auto-Landing machen können, sondern müssen halt selber den Flieger halt die letzten Fuß dann runterbringen. So, jetzt noch 5 miles to go. Speed is reducing, wunderbar. Die Speedbrakes, habe ich die wieder die ganze Zeit noch draußen gehabt? Ja, die müssen wir jetzt mal wieder reinfahren. Und armen. So, jetzt, ich habe die ganze Zeit die Nase auch so hoch getrimmt, weil er mir so runtergegangen ist. So, jetzt seht ihr, ein bisschen niedrig, meine Höhe ein bisschen halten. Nur was ich nicht ganz weiß, ob welche Höhe man dann beim Autopiloten eindreht, ob man dann noch tiefer die Höhe eindrehen würde sonst. So, Flaps machen wir jetzt durchgehend auf 30. So, sind gut aus, bisschen tief. Muss ihn gerade mal ein bisschen brechen. Jetzt in die Höhe halten. So, Gears Down, Landing Checklist ist completed. So, und da kommen wir wieder gut rein. Ich frage mich gerade, ob das jetzt eine oder zwei weiße sind. Auf jeden Fall war echt cooler Anflug hier auch übers Meer. So, hat ja wunderbar gepasst mit dem RNAV Approach. Wunderbar. So, jetzt seht ihr auch wieder. Jetzt sind wir genau jetzt gleich. Das ist wie ein Gleitslope-Anzeige eigentlich, jetzt diese beiden Anzeigen, nur dass sie halt für den RNAV Approach jetzt in dem Fall da sind. Für das Vertical Profile VNAV. Dass wir jetzt hier einfach, jetzt sind wir wieder da, wo. Ich zeige jetzt mit meinem Finger auf den Bildschirm, bringt ja nicht, seht ihr ja nicht. Hier, genau, sind wir jetzt ungefähr wieder perfekt auf dem Gleitweg. So, jetzt wollte ich mich davon mal nicht mehr so drauf konzentrieren, weil wir wollen ja jetzt hier auch schön landen. Aber ihr seht, ähnelt das halt sehr stark halt dem ILS Approach. Auch hier von den Anzeigen her, nur dass wir halt der Gleitslope halt mit einem anderen Symbol und so angezeigt wird. So wie halt die ganze Zeit das VNAV-Profil während des Reiseflugs und das LNAV-Profil. So, Minimums kommen. Sind gerade wieder etwas slightly hier buff. Jetzt mal wieder gut drauf. Minimums continue approach, sieht gut aus. So. Sehr schön. 100 feet. 50. 30. 20. Thrust idle.
Und Touchdown. Oh, ist wieder leicht hochgegangen, wie letztes Mal. So. Zack. Jetzt Idle Reverse hat es. So. Idle Reverses, Auto Breaks. Hier hätten wir ersten Turnoff, den wollen wir nicht nehmen. Den könnten wir sogar fast nehmen. Ja, den nehmen wir. November 4, Speed Breaks gehen rein. Der Highspeed Turnoff November 4 ist unserer. Ist die Bahn schneller frei, blockieren wir sie nicht so lange für den nächsten Turnoff. Gehen rechts auf Papa und dann hinten zur Parkposition. Gerade vor, geraden Blick tun wir auch gerade aufs General, auf das Cargo Terminal. So, verlassen wir erstmal die Bahn, gehen hinter den Holding Point, drehen rechts rum. Und dann können wir uns ums After Landing kümmern. Sieht auf jeden Fall echt cool aus, das Terminal und der Flughafen hier. Ja, ich sollte nur nicht ins Gras rollen. So, Autobrake geht off, Flaps gehen ab, wir rollen auf die Parking Position und machen dann nochmal einen schönen, schauen uns dann nochmal schön die Landung an. So, Flaps up Position, Speedbrakes sind drin. So, genau, ich hatte mir überlegt, wir rollen auf die Parkposition hier vorne links. Ich weiß gar nicht, ob der das hier irgendwie als Gate drin hat, diesen Too Small, hier geht, aber das ist kein... Heavy Gates, es könnte aber sein, dass das alles, weiß jetzt nicht, welche das ist. Welche Parkposition das ist, ob die überhaupt hier drin ist, weiß ich jetzt nicht. So erkannt wird dafür. So. Das ist die Nummer. Hier vorne links auf jeden Fall, 28. Egal, ich glaube, aber der sagt mir, dass sie da zu small hier wäre. Oder? Ja, 28, ich sag dafür small. Wir rollen trotzdem jetzt hier drauf. Ich weiß nämlich auch nicht, ob das hier Cargo Terminal hier der Bereich für die 777 so ausgelegt ist. Wir rollen jetzt aber einfach hier drauf. Das müsste man sozusagen halt dann einfach die Parkposition links und rechts daneben freihalten, falls die 777 einfach dafür zu breit ist. So. Und parken dann jetzt hier halt ohne Marschaller. Direkt an der Fire Station. So, dann gucken wir uns das Ganze halt von außen an, wie wir drauf rollen. Was ich heute wieder ganz vergessen habe, das heißt, als ich die Aufnahme unterbrochen habe, ist mir eingefallen, mit dem Sichtfenster. Jetzt wollte ich es eigentlich während des letzten Teils vom Fluges anmachen, bis wir halt auf den Anflug kommen und dann wollte ich es wieder ausmachen, aber das habe ich jetzt auch total vergessen. Na gut, aber beim nächsten Flug denke ich vielleicht wieder dran. So, wir gucken uns jetzt über den FS Recorder nochmal im Instant Replay unsere Landung an. Mit 200 Sekunden, das müsste reichen. Ja, wunderbar. So, da kommen wir rein mit der DHL Cargo nach Bali. So. Ja, der hat gerade alles nicht ganz konfiguriert. Ich weiß nicht, ob die Flaps jetzt gerade nochmal ausfahren. Kann sein, dass sie gerade langsam wieder rauskommen. Ja, genau. Weil das Flugzeug halt vor dem Starten von der Wiederholung nicht in dem Config war. So, und dann kommen wir schon rein. Schön Touchdown. Wobei richtig nochmal hoch ist er nicht, oder? Ich weiß es gar nicht. Aber Touchdown schon, Zone relativ gut auf der Centerline. Genau, hier am Flughafen Bali sieht schon echt cool aus. Und dann haben wir direkt den ersten Highspeed-Turn aufbekommen. Sonst da hinten wäre halt direkt zur Parkposition gegangen. Aber mein Gott, macht ja nichts. So, gucken wir uns das Ganze noch einmal so an. Und dann nochmal... aus der Tragflächensicht. Da sieht schon geil aus mit der 777. Da kamen wir rein. Flug geht auf Idle. Touchdown. Ein bisschen hart wahrscheinlich aufgesetzt. Aber scheint auf dem Boden geblieben zu sein. Und dann Reverses kam dann auch bald auf Idle dazu. Genau. So, lass uns mal... Oh je, was haben wir denn hier? Wir wollen Left Engine Forward. Ah, machen wir das ja für Inspection Ding. So, ja. Lass uns mal von dem Too Low Terrain die ganze Zeit jetzt nicht stören. Genau, und da kamen wir schön rein hier nach Bali. Das nächste Etappenziel unserer Weltumrundung ist damit erreicht. Ihr könnt jetzt wieder darüber abstimmen, wo es als nächstes hin weitergeht. Dazu findet ihr die Umfrage unten in der Videobeschreibung. Also auf jeden Fall auf den Link klicken und da mal vorbeigucken. Da könnt ihr schön euch beteiligen daran, wo es weitergehen hingehen soll. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da mitmacht. Jetzt genießen wir noch die letzten Sekunden hier von unserer schönen Landung auf Bali. Mit der DHL Cargo 777 operated by Aerologic. Und vom nächsten Mal geht es dann hier in Bali aus los. Und dann starten wir weiter Richtung Süden. Und ihr entscheidet, zu welchem Flughafen genau.
Also, das war's an der Stelle von dem Flug hier. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, er hat euch gefallen, der Flug. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal von mir, falls ihr es noch nicht getan habt, um auch die nächsten Flüge und anderen Videos nicht zu verpassen. Und wir hören uns beim nächsten Flug dann wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein, euer Line Gamer 1. Ciao.